Wir befinden uns am Zwischenangriff Ulmerstraße in Stuttgart-Wangen. Und der Zwischenangriff Ulmerstraße gehört zum Tunnel Ober- und Untertürkei. Der Zwischenangriff ermöglicht uns, einen zusätzlichen Angriffspunkt zu verschaffen, von dem wir die Tunnelvortriebe von der Mitte aus Richtung Tunnelportale durchführen können. Man erweitert damit die baulogistischen Kapazitäten und verkürzt dabei auch die Bauzeit. Der Zwischenangriff besteht aus einem runden Schacht im Durchmesser 22 Meter und 40 Meter tief. Unten schließt ein Zugangsstollen an, der in Richtung Tunnelvortrieb durchgeführt wurde. Und von dem Zugangsstollen aus wurden die vier Vortriebe ermöglicht und durchgeführt. Da, wo die Plane ist, ist auch der Zwischenangriff gewesen. Und nachdem die Innenschale komplett hergestellt wurde und durchgezogen wurde, konnte man die Baulogistik durch den Zwischenangriff nicht mehr sinnvoll weiter betreiben. Und deswegen hat man den Zwischenangriff verhüllt und nahe der Oberfläche zurückgebaut. Man hat Beton fließen lassen und die oberen 18 Meter von dem Schacht hat man mit Ausbruchmaterial aus dem Tunnelvortrieb Obertürkei verfüllt. In den nächsten Schritten werden hier peu à peu die Einrichtungselemente zurückgebaut, werden sie nicht mehr benötigt werden. Und dann wird die Fläche so aussehen, als wären wir nie da gewesen. Wir befinden uns hier an der Kreuzung der Wolframstraße und der Nordbahnhofstraße. Die Rampe, die jetzt hier unten aus dem Boden zu sehen ist, das ist tatsächlich die Tunneldecke unserer neu hergestellten S-Bahn-Strecke. Die aktuelle S-Bahn-Führung läuft hier oben auf dem Bahntrog, wie man sieht, und wird zukünftig von der neuen Haltestelle Mittnerstraße weiter hinten komplett unterirdisch bis zum Bahnhof verlaufen. Der neu hergestellte S-Bahn-Tunnel ist ein zweigleisiger S-Bahn-Tunnel, hergestellt in offener Bauweise. Ab der neuen Haltestelle Mittnerstraße ist er ca. 1,5 Kilometer lang, bevor 400 Meter in einem Bestandstunnel weiterführt und in den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof mündet. Wir haben hier mehrere große Herausforderungen bei der Herstellung des neuen S-Bahntrogs. Zum einen Bauen in bestehender Infrastruktur. Wir sehen hier das Gleisvorfeld, da sind sehr beengte Verhältnisse. Und auf der anderen Seite die neu hergestellte SSB-Brücke von der U12. Eine weitere Schwierigkeit bei der Herstellung des S-Bahntrogs war die Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs hier in der Wolframstraße. Den Straßenverlauf, wie wir ihn jetzt sehen, ist der vorläufige Endzustand. Und dieser verbleibt auch so bis zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21. Danach wird das Gleisvorfeld zurückgebaut. Und erst im Anschluss, wenn dann hier die Eisenbahnüberführungen weg sind, wird der komplette Platz angehoben um ungefähr 2 Meter, 2,5 Meter. Und erst danach wird die neue Straßenführung der Wolframstraße hergestellt. Mit Inbetriebnahme von Stuttgart 21 und dann auch mit Inbetriebnahme unserer neuen S-Bahn-Gleise werden die kompletten Gleise des Gleisvorfelds überflüssig und können zurückgebaut werden. Und dementsprechend sind auch die Unterführungen, die wir jetzt hier sehen, die aus mehreren einzelnen Eisenbahnunterführungen bestehen, obsolet und werden zurückgebaut. Hier befinden wir uns jetzt in dem zweigleisigen S-Bahn-Tunnel. In Blickrichtung ist zur der neuen Haltestelle Mittnachtsstraße. Und hier haben wir auch den Tunnel im Rohbau schon übergeben an die Kollegen des Ausbaus. Und wir sehen, dass hier gerade die Gleisarbeiten begonnen haben. Das heißt, hier wird der Schotter eingebracht, die Schwellen eingebracht und dann die Schienen verlegt. Jetzt befinden wir uns direkt unterhalb der Wolframstraße. Im Schnitt haben wir eine Überdeckung von 1 bis 4 Metern. Jetzt genau hier an dieser Stelle haben wir keine Überdeckung. Da sieht man von oben, kann man die Tunneldecke sehen. Die guckt raus. Die geringe Tunnelüberdeckung ist jetzt hier keine besonders große Herausforderung, da der Tunnel in offener Bauweise hergestellt wurde. Das heißt, es wurde erst eine Baugrube hergestellt, dann der Tunnel darin hergestellt. Im Gegensatz zu einer bergmännischen Bauweise, wo natürlich eine geringe Überdeckung eine große Herausforderung ist. Circa 400 Meter hinter mir fädeln wir in den Bestandstunnel ein und schließen somit an den neuen Hauptbahnhof an. Und das schauen wir uns jetzt an.
Jetzt befinden wir uns am Übergang vom Bestand zu unserem neu hergestellten Tunnel. Links von mir sieht man den Trog der aktuellen S-Bahn-Linienführung, die dann hier oberirdisch führt. Und rechts von mir sehen wir den neu hergestellten Tunnel, der dann bis zur neuen Haltestelle Mittnachtstraße unterirdisch verlaufen wird. Wir sind hier an der Autobahnanschlussstelle Esslingen. Wir haben ja hier unsere Strecke direkt neben die Autobahn gelegt, um eben landschaftsschonend auch hier komplett von Ulm nach Stuttgart zu kommen. Und im Zuge dessen, dass wir hier direkt parallel von der Autobahn entlang fahren, in dem Zuge mussten wir dann eben hier auch sehr, sehr viel Straßenbau tätigen. Wir haben hier zum einen den Knotenpunkt, wo zwei Landesstraßen aufeinandertreffen. Das gab es davor noch gar nicht. Weiter hinten haben wir dann die Anschlussstelle, wo wir dann auf die Autobahn auffahren können, auf die A8, und wo wir auch von der A8 wieder runterfahren können. Da sind wir dann nicht nur Schienenbauer, sondern eben auch für die Straße verantwortlich. Hinter uns sehen wir jetzt die Zusammenführung zwischen zwei Landesstraßen. Hier war früher nur eine Landesstraße. Das entlastet jetzt speziell in dem Fall hier natürlich die Gemeinde Neuhausen, weil da dieser ganze Durchgangsverkehr dann abgewendet wird und nördlich der Autobahn weit abgeleitet wird. Bei der Brücke war die Besonderheit, dass wir eben die Auflage in der Baugenehmigung hatten, dass wir die Landesstraße, die darunter durchführt, dauerhaft in Betrieb halten müssen. Deshalb haben wir zuerst mal die Widerlager rechts und links errichtet, um dann in der Nachtsperrung praktisch die Träger oben drauf abzuladen, um dann den Überbau betonieren zu können. Hinter uns ist jetzt die neue fertiggestellte Anschlussstelle Esslingen. Da müssten wir praktisch einmal von der Autobahn unter unserer Neubaustrecke durch und in einem Kreisel kommen wir dann hier hoch auf die Landesstraße. Im Gegensatz zu der anderen Eisenbahnüberführung, wo wir den Verkehr ständig aufrechterhalten mussten, haben wir hier auf grüner Wiese gebaut. Die komplette Anschlussstelle, die wir jetzt hier sehen, gab es vorher nicht. Das heißt, wir konnten hier das Verfahren wählen, das für uns am einfachsten und praktikabelsten war, und haben hier dann in Rahmenbauweise die Brücken hergestellt. Also wir Rohbauseitig haben hier unsere Anschlussstelle vor knapp 2 Jahren fertiggestellt. Und wie man sieht, sind aber auch unsere Kollegen von den Ausbaugewerken mindestens genauso fleißig gewesen. Wir sehen hier schon, die Gleise liegen schon, die feste Fahrbahn ist drin, die OLA-Masten stehen. Jetzt haben wir noch so ein paar kleine Randthemen, die kriegen wir jetzt auch noch fertig. Und dann sind hier die Arbeiten soweit abgeschlossen. Speziell hier an der Anschlussstelle war ich von Anfang an mit dabei. Da haben wir dann noch die Bohrpfähle gegründet. Da sieht man einfach erstmal nichts. Und jetzt am Ende steht eine Brücke und das ist, man fährt vorbei, man sieht es, man kann es auch anderen Leuten zeigen. Man sagt, hier ist jetzt eine Brücke entstanden. Und da sieht man einfach, dass was gewachsen ist, dass was erschaffen wurde, dass man was gemacht hat. Und das ist einfach das, was wirklich Spaß macht. Wir sind hier am Tunnelportal Untertürkheim. Wir laufen jetzt hier rein. Dann etwa nach einem Kilometer erreichen wir das Verzweigungsbauwerk Wangen und schauen uns das genau an. Wir befinden uns im Verzweigungsbauwerk Wangen tief. Diese Röhre schließt dann die Hilfsteilstrecke in Obertürkheim ein und diese Röhre geht nach Untertürkheim und führt zum Abstellbahnhof. Die Tunnelröhre, die unter dem Neckar aneinander vorbeigeführt werden sollen, müssen auf 2 Ebenen gebaut werden. Deswegen haben die Verzweigungsbauwerke auch 2 unterschiedlichen Höhenlagen. Dieses Verbindungsbauwerk ist im Rohbau fertiggestellt und deswegen finden hier schon Gleisbauarbeiten statt. Also die feste Fahrbahn wird eingebaut und Weiche, damit in Zukunft Züge fahren können. Wir sind hier im Verzweigungsbauwerk Hoch und andererseits in der Nachbarröhre, wo der Ausbau im vollen Gange ist, ist hier die Fertigstellung des Rohbaus gerade am Zuge und in 2 Monaten etwa wird hier das Verzweigungsbauwerk an die Kollegen von dem Ausbau übergeben, sodass hier auch Gleisbau stattfinden kann. Hier finden gerade die Sanierungsarbeiten statt, das heißt, der Rohbau ist fertiggestellt. Es ist beim Betonbau immer mit kleinen Abweichungen in der Qualität zu rechnen. Sie werden gerade beseitigt, sodass die Tunnelröhre an die Ausbaugewerke übergeben werden kann. Die Besonderheit an diesem Verzweigungsbauwerk ist, dass die Tunnelröhre, die Richtung Untertürkheim geht, am höchsten liegt. Und der Abstand zwischen den beiden Tunnelröhren, die unter den Neckar untereinander verlaufen, ist weniger als 1 Meter.